414, heute am 15. Juni 2010. Aktueller Anlass ist ein Piratenthema. Gestern hat in der Berliner Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger die Berliner Rede gehalten, um die Debatte zur Reform des Urheberrechts zu eröffnen. Ich möchte sagen, es war das Berliner Gerede. Es geht um folgendes Thema. Wir haben die Informationsgesellschaft, wir haben die IT, wir haben die digitale Welt, wir haben das Internet, wir haben das Web plus, nämlich es kommt was raus aus dem Apparat und ich kann aber auch etwas reintun. Ich kann Inhalte rausholen, ich kann sie bearbeiten, sie wieder reintun. Dieses ist ein ganz neuartiger Prozess der interaktiven Nutzung eines Massenkommunikationsmediums, das vorher nie existiert hat. Das betrifft eben auch Inhalte und es betrifft in diesem Sinne auch Autorenrechte, Urheberrechte für die Inhalte, die in dem Internet in Form von Wort, Bild und so weiter, Musik verbreitet wird. Und hier betrifft es also auch die rechtliche Normung im Sinne der Autoren- und Urheberrechte, der Benutzung, der Benutzungsprozesse, der Konsumentenprozesse und natürlich der gewerblichen und ökonomischen Verwertung, Verwertungsrechte. Ich möchte vorweg sagen, die Bundesministerin für Justiz hat eröffnet mit einem Zitat der Piratenpartei, und zwar hat sie Folgendes gesagt: Die Piratenpartei sagt, dass in ihrem Programm ganz klar die Schaffung von künstlichem Mangel aus rein wirtschaftlichen Interessen erscheint uns unmoralisch. Daher lehnen wir dieses Verfahren ab. Und sie sagt dazu: Ist Kopierschutz wirklich eine Frage der Moral? Das ist beides sehr kurz gefasst und die Position der Piratenpartei zur Reform des Urheberrechts unter den Aspekten der IT-Revolution lässt sich nicht reduzieren auf die Forderung, alle Urheberrechtserwerbsbegehrungen seien unmoralisch, also weg damit, freie Nutzung für alles, Urheberrecht sei sozusagen eine Betrugsorganisation seitens der Machthaber gegenüber dem kulturellen Prinzip der Innovation, des Fortschritts, der Kreativität. Es gibt eben Piraten, die sagen, es ist sowieso alles gesellschaftliches Eigentum, die Innovation, die Kreativität, die Fortschritte kommen aus der Geschichte herauf und wir stehen alle nur auf den Schultern der Riesen und benutzen das, was vor uns gekommen ist, und wenn dazwischen jetzt gewerbliche Verwertung hineingezogen wird, dann behindert das nur den Fortschritt und es behindert nur das Vergnügen der freien Nutzung. So, und ich möchte aber dazu sagen, dieses ist erstens nicht der ausschließliche Standpunkt der Piraten, denn die Piraten haben auch durchaus rechtsstaatliche Grundpositionen zu der Frage, wie kann man mit dem Thema Innovation, Kreativität, Fortschritt, Fantasie, Kunst, Kulturentwicklung und so weiter, wie kann man dem unter der Funktion und der Bedingung, nämlich dass alles Geld kostet, also auch der ökonomischen Regulierung, dem vernünftig beikommen. Das ist der Anspruch, den die Piraten haben. Dazu hat der Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Jens Seifenbusch, jetzt auch eine eigene Position im Internet der Piratenpartei schriftlich niedergelegt. Und ich möchte aber trotzdem dem entgegenhalten. Ein Zitat von dem Philosophen Spinoza, nur als Denkanregung, nämlich, wo es eigentlich lang zu gehen hätte, aus meiner Sicht als IT-Soziologe. Spinoza hat nämlich Folgendes gesagt zum Staat: Infolgedessen gehört alles, wozu man weder durch Belohnungen noch durch Drohungen gebracht werden kann, nicht in die Rechtssphäre des Staates. Spinoza 1666, Abhandlung vom Staat, Paragraph 197. Also, was der Staat weder durch Belohnung noch durch Bedrohung erzwingen kann, nämlich Kreativität, Fortschritt, Innovation, Ideen, das ist auch nicht Angelegenheit des Staates. Der innere Kern der Organisation von
Fortschritt, von Ideen, von Entwicklung, von Kreativität, von Veränderungsbereitschaft, von allen geistigen und emotionalen Dynamiken, die darin stecken, die sind eigentlich nicht der Organisation bedürftig, sofern sie den einzelnen Menschen betreffen, kann er kreativ sein ohne eine staatliche Organisation. Aber das ist an sich überhaupt nicht Angelegenheit des Staates. Insofern ist der Ansatz von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die nämlich das Recht des Autoren akzentuiert, sie sagt, wir haben Internet, neue Techniken, neue Nutzeranwendungen, wir brauchen auch eine Reform des Urheberrechts, aber es muss festgemacht werden am Schutz des Autoren. Und dann wiederholt sie immer wieder den Begriff, die Kreativen. Die Kreativen stehen im Zentrum der Rechtsschutzansprüche, die Kreativen. Und die Piratenpartei reagiert jetzt darauf ebenfalls, indem sie sagt, ja, es geht hier also um die Autoren, um die Urheber, um die Kreativen, aber wir haben andere Vorstellungen von der rechtlichen Regelung. Ich widerspreche beiden Perspektiven zunächst, wenngleich das dann doch auf eine rechtliche Regelung natürlich hinauslaufen muss. Und zwar, ich sage, es kommt weder auf die Kreativen und auf den Autoren Rechtsschutz zunächst an, es kommt auch nicht auf die freie Benutzung der Güter, die andere geschaffen haben, dieser Art von Nasshauertum, von Abzockerei, von Rücksichtslosigkeit unter Freiheit, die freie Nutzung der Güter des anderen zu verlangen oder so. Beide Perspektiven halte ich für falsch, sondern im Mittelpunkt der ganzen Geschichte hat aus meiner Sicht als Soziologe die Gesellschaft zu stehen mit ihrem gesellschaftlichen Anspruch, den gesellschaftlichen Fortschritt, egal woher er kommt, ob er vom Individuum, von einem Kreativen, von einem Team, von einer Gruppe oder tatsächlich aus der Weiterentwicklung vieler gesellschaftlicher Teilnehmer und Produzenten, aus der Geschicklichkeit oder aus dem Zufall einer Erfindung im Sinne von ich habe was entdeckt, ich habe was gefunden oder so, egal wie es ist, ob es in einem großen Labor, das sehr kostspielig mit vielen Apparaten den Fortschritt produziert oder ob Daniel Düsentrieb alleine die Glühlampe angehen lässt, das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Kreativität selbst eine Produktion ist und dass für diese Produktion ein Konsumptionsbedarf besteht und im Mittelpunkt dieser ganzen Sache hat sozusagen der Genuss des gesellschaftlichen Arbeitsergebnisses, der Genuss des Fortschrittes, der Genuss der Kreativität, das Genießer- und Nutzungserlebnis von Produzenten und Konsumenten, das Erlebnis hat im Mittelpunkt unserer politischen Entscheidung zu stehen. Das heißt, das Erfindererlebnis, das Autorenwerkserlebnis, das Kunsterlebnis steht im Mittelpunkt der Gesellschaft und deshalb muss es auch im Mittelpunkt der Debatte stehen, wie das Urheberrecht reformiert werden soll. Insofern ist die Fokussierung auf das individuelle Leistungsschutzrecht eine Ablenkung von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger als Vertreterin einer reaktionären, unfortschrittlichen Klientelpartei, die im Grunde genommen nichts weiter macht, als die undemokratischen EU-Richtlinien zu prolongieren, während die Piraten nicht darauf hineinfallen sollten, jetzt hier auf dieses Individual-Rechtsauslegungsthema hineinzufallen, sondern wir müssen das gesellschaftliche Interesse, das gesellschaftliche Erlebnis sehen und haben dann im nächsten Zuge im Sinne des Urheberrechts und der Reformen zu überlegen, wie kann eine ökonomische Regelung, also im Anschluss an das Erlebnis, die ökologische Regulierung durch das Urheberrecht beispielsweise verbessert werden. Und hier gibt es genügend Ansätze, nämlich zum Beispiel die sogenannte Kulturflatrate oder die Kassettenabgabe, wo man früher auf das Kaufen einer leeren Kassette einen kleinen Obolus draufzahlen musste und man konnte dann im Radio oder Fernsehen oder Schallplatten kopieren auf die Kassetten und damit gab es einen Umlagebetrag, einen Finanzierungstopf, aus dem dann alle Leute, die daran beteiligt sind, als Autoren auch durch Umlagen nach einem Schlüssel beteiligt waren. Hier wird entgegengehalten, dann geht der Streit um dieses Geld los. Das ist ein ganz anderes Thema, wie das verteilt wird, nach welchen Schlüssel das verteilt wird. Hier geht es überhaupt nur generell darum, dass es einen gesellschaftlichen Bedarf gibt an der Kreativität, einen gesellschaftlichen Bedarf an Fortschritt, Entwicklung, Innovation, Wissenschaftsfortschritt und so weiter. Und dafür muss ein Handlungsrahmen sein
Und diese gesellschaftliche Interessenslage ist das Vorrangige und nicht der Kreative und nicht der Gratis-Abzocker, der Benutzer, der nichts bezahlen will. Und insofern möchte ich sagen, die Tatsache, dass wir für Schulen, für Studien, für Forschungszwecke und so weiter Urheberrechtsleistungen schon von Abgaben befreit haben, dass hier sozusagen im privaten Benutzerprozess die Türen und die Schleusen geöffnet werden müssen, daran darf doch gar kein Zweifel bestehen, denn an unserer Fortschrittlichkeit, an unserer Intelligenzentwicklung, kollektiv und individuell sind wir alle interessiert. Und insofern möchte ich sagen, Piratenpartei, dieses ist ein Piratenthema, hier müssen wir nach vorne und müssen nicht auf irgendwelche Rechtskautelen, Kungeleien uns reinlegen lassen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat gezeigt, dass die Piratenpartei als IT-Revolutionspartei wirklich gefragt ist, alleine dadurch, dass sie diese Position längst aufgegeben hat. Ahoi, liebe Piraten!